Es ist eine Berliner Party vor einigen Wochen. Es ist das schrägste Paar des Abends und wir können nur vermuten, was Sophia Tomalla ins Öhrchen geflüstert bekam. So jedenfalls gibt Till Lindemann sonst gerne seinen Gefühlen Ausdruck mit seiner Band. Rammstein! Schockt das Bühnenbiest weltweit und erobert offenbar die blitzlichtschöne Sophia Tomalla. Ja, die beiden sind ein Paar, das bestätigt jetzt Sophias Management. Ihren Traummann stellte sich die 21-Jährige ja bislang so vor. Der muss ganz eindeutig den gleichen dreckigen Humor haben wie ich. Dreckig? Auf jeden Fall. Humor, das würde man beim Rammstein-Sänger jetzt nicht unbedingt vermuten. Doch privat ist der wilde Till wohl ganz anders. Guten Tag. Ja, Sophias Neuer hat angeblich Kinder aus einer früheren Beziehung, ist durchaus humorvoll und wohl eher sanft sensibel, wie bei einem seiner seltenen Interviews. Dann stehst du da oben und guckst und kannst eigentlich nicht glauben. Das ist also bewegend oder so, bla bla. Aber manchmal kriegt man Gänsehaut. Ganz dicker Panzer und weicher Kern also. Doch bei dem Pärchen gibt es ja noch ein anderes Tuschelthema. Bin schon zu alt und zähl sie doch. Ja, 27 Jahre älter als sie selbst ist Sophias Gruselprinz. Kein Problem für die Schauspielerin, wird ein guter Freund zitiert. Angeblich hat's übrigens schon vor Monaten gefunkt und bislang zeigte sich Sophia in Liebesdingen stets offen. Man weiß ja nie, was kommt. Verliebt, verlobt, verheiratet. Ja, ob nun das oder will nur Spaß, mich nicht verlieben. In der Beziehung ist auf jeden Fall Feuer drin und wir freuen uns jetzt schon auf den ersten gemeinsamen Auftritt auf dem dann wohl blutroten Teppich.